Na, das reicht schon. Hab ich den Parkour geschafft? Bin ich gut? Krieg ich jetzt eine Medaille? Ein Eis! Das ist ein Granatwerfer und zwei Medpacks, zu denen ich nicht Nein sage. Miau. Gott, ich möchte gerne wissen, was passiert wäre auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Das Ende wird noch so heftig. Hä? War ich wieder bei den oberen Teleportern? Tatsache. Das ist interessant, es gibt später in dem Spiel eine Möglichkeit. Da muss ich etwas machen in der Mission. Und wenn ich es nicht mache, dann darf ich in den letzten paar Missionen des Spiels gegen andere Silencer kämpfen. Also gegen mich quasi. Und die können sich auch rumrollen, so ein Scheiß. Also werde ich das definitiv tun, weil ich habe keine Lust, gegen so etwas wie mich zu kämpfen. Ja. Sehr schön. So. Meine Güte. Das Raketen-Arschsteigen regt mich echt auf. Weil das halt noch durchs Schild durchgeht. Ich gehe lieber vorsichtig vorwärts. Liegt eine grüne Keycard hinter dem Rechner? Ich glaube, das soll es gewesen sein. Ja. Spinnenbomben und Deadpacks. Den habe ich voll. Der ist sogar nie geschossen. Weißt du was? Langsam kotzt ihr mich echt an. So eine Drecksau. So eine verdammte, beschissene Drecksau. Okay, verzeiht, ich lese mir jetzt nicht hier jeden Rechner durch. Das ist wirklich nicht mehr tragbar bei der Anzahl. Da würde hoffentlich nichts Interessantes draufstehen. Wenn doch, dann... Tja, muss ich selber später wohl doch alle durchlesen. So. Macht Sinn, ne? So, dann equippen wir mal diesen Granatwerfer. Ja, ich hab ihn erwischt. Gut. Ah ne, der ist ja eh sowieso. Hä? Glaubst du doch. Wahrscheinlich wäre das für den Fall, dass ich Keycard nicht gehabt hätte, so ein Rätsel gewesen. Das muss ich immer mein Testament machen, weil ich wäre das viel sinnvoller. Ich verstehe den Sinn dieses Raumes nicht ganz. Ich denke mal, das ist ein Erschießungsraum. Oh!
noch nicht. Ich verstehe den Sinn des Raums trotzdem nicht. Waffenkammer mit richtig geilen Waffen und rote Keycard. Boah, kann ich den nehmen? Ja, ich will sie alle haben. Speicher lieber nicht, dass ich die jetzt in die Luft sprengen oder sowas. Ja, ich sollte nicht davor stehen. Ich hab ihn da nie verloren. So. Okay. Ich hab die rote, ich hab nicht die blaue. Hab ich die blaue nicht ganz am Anfang nur eingesammelt? Aber dass es sich hier um einen Keycard-Tür gehandelt hat, schaut lieber erstmal kurz weiter. Ich gehe doch lieber den anderen Weg. Pira ist out of order. Metron. T, der Pförter. Nicht rein, sterbt alle. Stirb, Konsortiumsabschaum. Ah, okay, dort muss nichts mehr sein. Immer wie jeder Western, hey. So. Wo kommen wir denn nun hin? Sag mal, wie arschlochmäßig kann man eigentlich sein? Für dich. Auf dem Klo wird nichts mehr sein. Wir hatten auf dem Klo bitte schon Poster. Warum gibt es einen Abfluss im Klo auf dem Boden? Rechnen die damit, dass das so viel daneben gepingelt wird? Keine Ahnung. Ja, kennen wir alles. So. Ich ja lieber. Steht wahrscheinlich wieder so ein Raketenfutzi gleich um die Ecke. Die liebe ich ja so. Jetzt bin ich ganz koscher hier. Okay. Der hat keinen Monitor, aber rote Keycard. Sehe ich gerne. Super. Ich hätte ja eigentlich eine Idee, wenn es nicht gehen würde. Das war es übrigens nicht. Also, es sind immer noch Bodenplatten, die mich ein bisschen irritieren. Ich steig die lieber mal nicht drauf.
ganz elegant. Sowas nicht geplant. Okay. Ist mir recht. Ist schon wieder eine Kamera. Im Eck, ich hasse Eckkameras. So, was machen denn diese Bodenplatten hier? Ich glaube, das ist aus deutscher Produktion. Dieser Raum. Warum läuft das jetzt so affenlahm? Ja, definitiv deutsch. Hallo? Ich hab dich schon gedrückt. Es geht, das geht. Ja. Spiel läuft gerade wieder ein bisschen langsam. Ich speichere mal. Und für euch sieht es wie immer wie Magie aus. Bis gleich in 2 Sekunden. Ja. Zeig ich doch. Und tap. Jetzt müssen wir es eigentlich bald durchhaben. Ich habe gerade gesehen, wir sind schon bei einer Stunde. Im Regelfall dauern ja unsere Crusader-Missionen nie unbedingt länger. Kamera hier irgendwo. Ich glaube, ich bin schon im Gefängnis mittlerweile. Oh, 3 Health Packs. Hä? Hä? Verstehe ich das jetzt? Oh, noch einer. Zurück. Was soll das jetzt? Ich will mich verarschen. Jetzt dürfte ich wieder 10 Stück haben, oder? Jawohl. Sag mal. So. Ah, Granatwerfer-Munition. Sehe ich gerne. Okay, da ist die. Böse. Da ist Ende wahrscheinlich. Sieht so nach Gefängniszelle aus. Und die rote Keycard habe ich. Ja. Schon wieder sie. Was habe ich nur getan, um das zu verdienen? Was? Die Zentrale ist schuld, dass ich hier im Gefängnis sitze. Sagen Sie mir, was Sie hier wollen. Meiner Hinrichtung zusehen, viel Vergnügen. Aber vielleicht... Ja, das ist es. Hat dieser Maxis jetzt endlich kapiert, dass sich ein Wissenschaftler wie ich nicht zum Spionieren eignet? Das sollte er jemandem wie Ihnen überlassen. Bitte holen Sie jetzt den Prototypen, dann können wir endlich abhauen. Tja, Sie müssen Geduld haben, das dauert ein paar Sekunden. Sie sind auf einem geheimen Knotenpunkt. Und ich muss meine Energie umleiten, sonst löse ich einen Alarm von hier bis Houston aus. Oh, verdammt. Das Netz ist zusammengebrochen. Nur keine Angst. Ich wechsle einfach zu einem anderen Netz. Okay, das sollte genügen. Schicken Sie den Professor durch. Zauberer aus. Tja.
Tja, aber da passiert noch was. Überraschung. Daran kann ich mich noch erinnern, ja. Das ist noch nie zuvor passiert. Den Sprung abbrechen, Blechi. Ich wiederhole, Sprung sofort abbrechen. Mit dem Teleporter oder der Verbindung läuft irgendwas falsch. Sehen Sie zu, dass Sie ihn sofort verlassen. Ich kann Sie nicht zurückholen. Der Teleporter ist instabil, Blechi. Hey, versuchen Sie jetzt auf keinen Fall zu teleportieren. Ich muss zuerst die Zugangsleitung umleiten, dann geht's. Ebene 3, da steht ein Teleporter für Sie bereit. Zauberer aus. Tja, ich habe erst noch ein Stück laufen. Graviton-Generator, ich habe keine Ahnung mehr, was das überhaupt macht. So, Ausrüstungsgegenstand, nein. Tja, der Arme. Ah! Ich verstehe, ich habe ein besseres Schild. Tja, unser armer Wilmer, der ist leider gebrutzelt. Heißt, ich bin jetzt gegen Kugeln oder sowas extrem. Oh Gott. So. Ah, das ist der Teleporter da unten. Und ich bin ja generell auf Ebene 3. Hä? So, der ist hier irgendwo. Lass mich nicht im Stich, Teleporter. Jupp, Mission abgeschlossen. Ich hoffe, dass die Rebellen nicht unhöflich zu Ihnen waren, Senator. Ich war völlig hilflos. Wie konnte irgendjemand, noch dazu ein Mann, der dem Widerstand angehört, nur durch unsere Sicherheitsvorkehrungen gelangen? Wir alle hatten viel zu wenig Weitsicht, Senator. Und Sie waren noch dazu in letzter Zeit großem Stress aus. Ist der Oberböse, wer es nicht mehr weiß. Unglücklicherweise bedeutet die Zerstörung des Depots, dass wir die Vernichtung der Widerstandskämpfer noch etwas aufschieben müssen, Snow. Zweifellos wird der Weltkongress jemanden suchen, dem er die volle Schuld zuschieben kann. Ich habe Sie verstanden, Herr Vorsitzender. Sehr aufmerksam von Ihnen. Einen Moment bitte. Es ist 18 Uhr und ich will auf gar keinen Fall die Worldview-Nachrichten verpassen. Wir müssen auf dem Laufenden bleiben, nicht wahr, Senator? In einem Angriff, der darauf abzielte, die Arbeiten an dem John F. Enders Orbitallabor zu unterbrechen, besetzten die feindlichen Widerstandstruppen das Farpark-Datenverarbeitungszentrum, das die Datenverbindung mit dem neuen Labor koordiniert. Die Truppen des Konsortiums reagierten aber sehr schnell und das Zentrum wurde nach einem kurzen, blutigen Gefecht zurückerobert, bei dem alle Widerstandskämpfer ums Leben kamen. Der einzige Todesfall auf unserer Seite war Senator Everett Snell, der den Forschern einen offiziellen Besuch abstattete. Wovon redet der Sprecher? Ich verstehe das nicht. Also, ich weiß nicht, woher er diese Information hat, aber so viel steht fest. Ich kenne keinen Fahrparkcenter. Außerdem bin ich auf keinen Fall... Warten Sie. Sie sagten doch, ich werde frühzeitig in den Ruhestand versetzt. Das habe ich auch immer noch vor, Senator. Ja, wir hatten alle viel zu wenig Weitsicht. Mein Fehler war eindeutig, dass ich Sie für kompetent hielt. Zum Glück ist die Entwicklung unserer Superwaffe bald abgeschlossen. Dann kann ich den Widerstand ein für alle Mal ausrotten. Und die Weltherrschaft wird in meinen Händen liegen. Aber es wird Zeit, dass Sie sich zurückziehen, Senator. Ja. Ja, ja, ja. C'est la vie. Ne? Sagt der Maxis was?
Quette Sturmtruppen sind eigentlich die Schwarzkittel. 10 Veterans habe ich schon auf dem Gewissen. Ich glaube, das ist dasselbe, was gerade eben gesagt worden ist. In einem Angriff, der darauf abzielte, die Arbeiten an... Ja. Brooks, magst du mich mittlerweile? Nein, sicherlich nicht. Kam Ihnen der Unfall gelegen? Haben Sie den Signalfilter neu eingestellt, als ihn der Zauberer zurückbeamen wollte? Sollte ich Sie mal begleiten müssen, dann passe ich auf, dass zuerst Sie in den Teleporter steigen. Keine Ahnung, wie das passierte. Ich hatte den Zugang geknackt und den geheimen Knotenpunkt umgeleitet. Das Signal kam sauber rein und plötzlich, da war es einfach weg. Die Diagnostik zeigte ein sauberes Speichermuster auf. Der Colonel will, dass alle Geräte untersucht werden. Eins weiß ich genau, der Unfall war nicht mein Fehler. Professor Wilmers Tod ist sehr tragisch. Ein fürchterliches Ende für einen Mann, der unsere Sache so unterstützt hat. Reeves hat geschworen, dass ihm die Konsortium-Teleporter-Leute das Signal entzogen haben. Aber vielleicht war es ein gut geplanter Unfall. Der Colonel hat eine komplette Untersuchung der Geräte angeordnet. Sie stimmen mir sicher zu, dass wir nicht noch mehr solcher Probleme brauchen können. So, na, der Weasel noch was Neues zum Schluss. Seien Sie mir gegrüßt. Ja, sei mir auch gegrüßt. Ich könnte eigentlich fast mal das Teil hier kaufen. Schon noch mehr Wumms. Oh. Aber ich weiß nicht, die schweren Waffen kaufe ich mir so selten. So gerne. Haben wir so eine Fusionsbatterie? Hey. Ja, das ist genau das, was ich will. So, ich muss aber erst nur noch eine Waffe wegwerfen, und zwar genau die, die ich gerade eben habe. Denn jetzt kaufe ich mir die bessere Waffe. Ja, ja, ja. Und zwar die da. Ist nicht sonst noch irgendwas ausrüstungstechnisch Relevantes? Nö. Ich könnte jetzt natürlich überlegen, mir statt dem Granatwerfer diesen AR-7 zuzulegen. Aber den kann ich mir eh nicht mehr leisten. Shit. Na gut. Ja. Ich hab die beste Ware, Captain. Bestimmt. Sagen Sie zu Ihren Freunden, kommt zu Wiesel. Die Ware des Mannes ist super. Ich liebe dieses Video. So. Yeah. Alles klar. Wir sehen uns dann ja vermutlich beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wirklich weiter. Adieu!